Einen wunderschönen guten Abend aus meinem Atelier. Ich bin Albina Wortes, freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute mit dem Teil 2 Orchidee zeichnen und heute mit Aquarellfarben bemalen, Schritt für Schritt. Seit 11 Jahren habe ich eine Malschule in Hannover-Kleefeld. Zurzeit sind meine Türen leider zu, aber hier auf meinem YouTube-Kanal bin ich präsent und ich freue mich auf eure Bilder, auf eure Kommentare und Sie können mich bei Instagram und bei Facebook unter Dara Kunstschule finden. Und wie immer ich schon sage, es ist wichtig, wenn wir anfangen zu zeichnen, dass wir zuerst alles vorzeichnen und bevor wir mit Aquarellfarben draufgehen, sollten wir unsere Zeichnung ein wenig entschärfen. Das habe ich jetzt so gelassen, damit er das so sieht. Das haben wir gestern im gestrigen Video gemacht. Und jetzt nehme ich einfach Radiergummi und ich gehe oben drauf und die Zeichnung sollte so weg sein, damit ihr die Linien seht. Ja, und wieso machen wir das? Zeige ich das gleich. Schaut ihr mal auf mein Radiergummi, die wird schwarzer und schwarzer. Und Graphit hat so eine Eigenschaft, wenn wir dann mit Graphit gehen, mit Farbe, das Vermalen, dann vermischt es sich mit Aquarellfarbe und so entsteht in unserem Bild Schmutz. Und natürlich wollen wir das vermeiden, deswegen radieren wir das so weit weg. Und schaut ihr mal, ich habe das jetzt so diese Teil wegradiert und andere Teil noch gelassen, dann ganz minimal bleibt was zu sehen. Es ist für euch wichtig, ihr radiert so viel weg, damit ihr eure Zeichnung sieht. Ja, das ist natürlich wichtig. Und heute werden wir das in einer Aquarelltechnik das Ganze bemalen. Und diejenigen, die schon so ein bisschen vorgeschritten sind, können natürlich solche Zeichnungen auch mit Aquarellstiften machen. Und dann vermischt sich die Farbe dann gleich mit. Wenn Aquarellstift mit Wasser in Berührung geht, dann vermischen sich die Farben und ja, dann entsteht gleich auch eine schöne Farbton, was wir dann benutzen können. Wir werden heute das einfach mit Aquarellfarben machen. Und zu diesem Thema Blumenzeichnen in Aquarell gibt es eine Playlist. Das können Sie bei mir auf YouTube-Kanal finden, weil da sind da verschiedene Themen und eine der Themen Blumen zeichnen, malen lernen, Schritt für Schritt. Ich empfehle immer 2 Gläser von Wasser. In einem wird praktisch Pinsel gewaschen, mit anderen wird gemalt. Wieso ist das wichtig? Damit unsere Farbe immer sauber bleibt. Und heute würde ich wirklich, ich habe meine Orchideen sind, was ich hier als Beispiel habe, habe ich gestern auch so ein bisschen gezeigt. Das sind weiße Orchideen und hier drin haben sie so ein bisschen orange-grüne Mitte, so ein bisschen englisch-rot. Und ich würde wirklich nur mit diesen Farben das anmalen. Es gibt natürlich Orchideen, die rosene Farben haben und so weiter. Das könnt ihr ausmalen, wie ihr wollt. Mir geht es um die Pinselführung und wie kann ich anfangen, wie arbeite ich mit feinen Details, wie arbeite ich mit Kontrasten. Ich habe jetzt die Pinsel Nummer 6, das ist eine runde Pinsel. Bei Pinselauswahl ist das wichtig, wenn ihr das so guckt, da sollte sehr gute Spitze sein. Ja? Das ist, dann können Sie das wirklich, das ist praktisch Spitze, das ist praktisch die, ja, wenn ich ganz jene Pinsel nehme, das ist die Nummer 0. Ja, dann seht ihr, die Spitzen sind so fast gleich, ja. Und deswegen bei Aquarellpinsel, ich liebe solche runde Pinsel und dann, wenn ihr eins kauft, dann sollte die Spitze richtig wie ein Nadel sein. So, dann habe ich gesagt, ich habe das in die Mitte so ein bisschen gelb-grün mit rot und ich fange heute wirklich ich fange heute von links nach rechts. Weil ich bin Rechtshändlerin, wenn ich hier anfange und dann da gehe, da könnte meine Hand das verschmieren. Deswegen gehe ich heute so von da nach da. Und ich fange heute mit den Mitten, weil die Blüten sind weiß und das bleibt auch weiß halt. Naja, so, ich würde das kleine Nuancen machen, aber so. Mit welchen Farben male ich? Ich nehme so Englischrot. Ich nehme ein bisschen von Ocker. Ich liebe Ockerfarben.
Ich nehme ein bisschen von Cadmiumgelb und ich sehe hier, ist bei mir so ein bisschen blau, das ist Kobaltblau, die Farbe mag ich auch, die werde ich auch benutzen. Und wenn ich Kobaltblau mit Gelb mische, dann entsteht so ein bisschen Grün. Das reicht für heute. So, dann nehme ich ein wenig von diesem English Rot und ich nehme Farbe wirklich nur auf die Spitze, erstmal ein bisschen Wasser genommen und dann nur auf die Spitze ein wenig drehen und dann fange ich an mit meiner Mitte und das ist da unten, gehe ich wirklich mit Spitze und ich zeichne praktisch erstmal mit Spitze diese zwei Blätter, die ich da gemacht habe. Dann steht hier so eine Drehung. Ja, das sind die Blätter, was wir gezeichnet haben. Ich gehe wirklich mit meiner Spitze ganz leicht drüber. So, das sind so diese Flügelchen, die wir bei Orchidee kennen. Und hier kommt dann so diese kleine, das ist so wie Zunge, die dann nach raus geht. Die geht dann weiter. Dann umrande ich das auch mit Spitze ganz leicht, ganz vorsichtig. Jetzt wasche ich meinen Pinsel, trockne die ein bisschen ab. Ein bisschen Wasser brauche ich in meine Spitze. Und jetzt gehe ich so mit leichten kreisenden Bewegungen zu dieser Linie, was ich gezogen habe, und vermische das so ein bisschen. Ja, so bleibt mein Rand hart, also dunkel, so dunkel Umrandung. Und wie ihr seht, da kommt die Farbe, so dieses English Rot auf mein Blatt. Und Licht kommt von oben, das kommt so von oben rechts, ja. Das heißt, das ist oben, hier ist der Licht und der andere Blatt befindet sich in Schatten. Dann mache ich Folgendes, ich nehme ein bisschen Blau dazu für die Schatten und ich vermische, schon wieder gehe ich zu der Spitze, und ich vermische da mit diesem Blau-Grau, wird das, wenn ich Englischrot mit dem Kobaltblau zusammenwische, entsteht so ein schönes Ton, das ist so Blau-Grau. Und dann nehme ich auch noch ein bisschen Gelb dazu. Wenn wir Gelb mit Blau vermischen, entsteht Grün. Und ich mache da am Rand noch ein bisschen Grün. Und jetzt gehe ich hier nach vorne und diese Zunge ist so ein bisschen grünlich, danach rausguckt. Und liegt auch in Schatten. Dann nehme ich auch noch ein wenig Blau dazu. Und so ist meine Mitte von meiner Orchidee, was wir gestern gezeichnet haben, schon fertig. Und hier kommt Licht, aber trotzdem ist das nicht weiß. Ich mache das auch mit der Spitze von Pinsel, verwische ich das so ein bisschen rein und ziehe so ein bisschen nach unten. Ja. Und in Aquarell gibt es verschiedene Methoden. Man kann Nass-Nass-Technik verwenden. Ich verwende jetzt so ein bisschen, dass ich in Trockenen male und dann die Farben leicht da einbringe, weil so habt ihr auch ein Video bei mir, das sind so die Tulpen, habe ich gemacht. Dort habe ich das zum Beispiel Nass-Nass-Technik gemacht, wo ich das so ein bisschen erstmal nass gemacht habe und dann die Farbe rein. So was Ähnliches kann ich jetzt bei diesem Blatt zeigen. Schaut da mal, ich nehme erstmal nur Wasser, ja, weil dieser Teil von Blüte, die befindet sich hier, kommt Licht und da kommt so ein bisschen Schatten. Und dieses Blatt ist gedreht, liegt auch so ein bisschen in Schatten. Dann mache ich dann so diese zwei Blätter erstmal nur mit Wasser. Dann nehme ich meine blaue Farbe, vermische das mit diesem English Rot und dann entsteht so ein ganz helleres Ton und diesen Ton mache ich da rein und schaut da mal und der fließt da in mein Wasser, ja, da wo ich Wasser gemacht habe, dann fließt es da rein und so habe ich schon mein Blatt fast fertig. Ich kann dann weiter so ein leichtes so mit Spitze das bisschen weiterziehen, bisschen Wasser nehmen, hier weiter verteilen und hier würde ich sagen, da brauche ich auch noch ein bisschen, da muss das am Anfang noch ein bisschen dunkler sein, kann ich noch ein bisschen Blau nehmen und ihr seht, die Farbe fließt da rein und das ist so diese
sozusagen praktisch Nass-Nass-Technik. Ja? Dann mache ich dann hier unten auch Schatten. Das ist so ein bisschen englisch-rot wieder mit blau gemischt. Und so habe ich meine beiden Blätter schon da. Und dieses Blatt hinten, der liegt auch in Schatten. Dann nehme ich wieder ein bisschen blau und ein bisschen englisch-rot und setze da nur einen Strich und dann verwische ich das dann hier so ein bisschen mit weiß. Und so haben wir schon dieses gedrehtes Blatt gezeichnet. Und natürlich hier hinter dieses Leben, was wir gemacht haben, ja, diese zwei Blätter, die liegen komplett in Schatten. Und da ist es einfacher auch auf Trockenes gehen. Und dann nehmen wir wieder unsere Kobaltblau, mischen wir das ein bisschen mit Englischrot zusammen. Wir können auch ein bisschen Ocker dazu nehmen, da geht das so ein bisschen ins Warme. Das ist fast violett, der Ton. Und dann gehen wir hier, weil das ist so richtig Schatten da, und wir machen das, damit dieses Blatt besser rauskommt, diese Mitte von Orchidee besser rauskommt, dann machen wir das hinten ein wenig dunkler. So. Hopp, wir sind fast weggeflogen. Und dann zu der Seite ziehen wir das einfach raus. Und ich würde da auch ein wenig mit Wasser das vermischen. Das ist so unser Blatt hinten. Das ist hier unsere Mitte. Und damit hier diese Spitze auch besser rauskommt, machen wir die dann hier. Ich nehme ein bisschen Blau. Sie legt den Schatten und ich mache die ein bisschen dunkler. Und ich denke, ich mache hier auch ein bisschen mehr Blau. Dann kommt die Mitte von Orchidee auch besser zur Geltung. Und ihr könnt so ruhig ein bisschen mutiger sein, ein bisschen Mut zur Farbe haben, weil so Malerei besteht aus Kontrasten. Hier drin machen wir so kleine Muster von dieser Orchidee. Ja. Und Malerei besteht aus Kontrasten. Und deswegen könnte man ruhig hier zum Beispiel auch ein bisschen dunkler machen, damit dieses Blatt da, wo Licht ist, besser rauskommt. Und diese mit diesen Kontrasten können wir arbeiten. Und das macht die Malerei. Da habe ich jetzt Blau genommen, damit diese Seite vom Blatt besser rauskommt. Und dann ziehe ich dann weiter. Und so habe ich meine erste Blüte fast fertig und da unten mache ich noch ein Blatt mit so ein bisschen helleren Ton. Das ist, wie gesagt, da habe ich drei Tone zusammengemischt und ich würde sagen, dass diese Linie, was wir gemacht haben, diese englischrot, die verschwindet jetzt in diese Schattenseite, in dieses Blatt, was wir unten haben. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Blau und ziehen das nach unten. So, und nicht vergessen, von da kommt Licht. Das heißt, diese Seite vom Blatt bleibt hell und die andere bleibt dunkel. So, und jetzt mache ich heute noch ein kleines Teilchen weiter. Ich würde dann zeigen, wie ihr die grüne Farbe mit diesen zwei Farben mischt. Das ist, wie gesagt, Kobaltblau. Und dann nehme ich mein Cadmiumgelb und dann entsteht so ein grüner Ton, der ist aber nicht so grün offen, sondern ein bisschen bedeckt, ein bisschen natürlicher. Und hier ziehen wir unsere, das ist der Stiel, dieser dünne Stiel von Orchidee. Wir haben das gestern so beim Zeichnen ein bisschen erklärt, dass die Orchideen, das ist dieser Stiel, der geht dann so zu der Mitte. Ja, das ist der dünne Stiel. Und der Hauptstiel, der ist ein bisschen dicker, dann nehme ich ein bisschen Englischrot und ein bisschen von Umbra gebrannt dazu. Umbra gebrannt, das ist so ein brauner Ton, den mag ich auch sehr, der geht so ein bisschen ins Grünliche. Und das machen wir mit diesem Ton, machen wir dieses Hauptstiel von Orchidee. Der geht aber auch, verschwindet ein bisschen
nach hinten bei der Blüte. So. Und wie ihr seht, dieses Hauptton vom Stiel von Orchidee, der ist ein bisschen dunkler, das ist so ein bisschen braun und ein bisschen violett fast, da können wir auch ein bisschen blau und rot dazu nehmen. Und dieses kleine Stiel, der zu der Blüte kommt, der hat auch hier so eine kleine Bindung, das entstehen da auch ein wenig Kontraste. So. Also der ist ein so ein bisschen grünlich und da brauchen wir natürlich auch Licht und Schatten. Von oben kommt Licht. Das heißt, dieser Teil ist ein wenig dunkler. So. Quatsch, habe ich jetzt erzählt. Hier ist ein bisschen heller und das andere Teil hier ein bisschen dunkler. Na? So, da sind die Schatten. So, und ihr seht, mit ganz feinen kleinen Sachen können wir das unsere Bild schon ein bisschen lebendiger machen. Und ich würde heute jetzt, da ich jetzt die braune Farbe habe, dann nehme ich so meinen braunen Ton, ein bisschen mit Blau gemischt. Und ich mache den Stiel von Orchidee weiter mit diesem Ton. Ja, und ihr seht, das ist so ein leichtes braun-grünliches Ton. Geht weiter nach unten. Und wenn Licht von da kommt, das heißt, die andere Seite hier sollten wir leichte Schatten bringen. So, und die Schatten, die kommen nicht ganz am Rand, sondern die sind so ein bisschen versetzt. Ja? Weil wenn wir das ganz am Rand setzen, dann wird unser Stiel nie rund wirken. Deswegen setzen wir das so ein bisschen. Hier ist das ein bisschen heller, dann da ein bisschen dunkler. Zeige ich dann hier auch nochmal, dass es praktisch hier ein Millimeter vom Rand entfernt. Ja? Und so entsteht diese Rundung vom Stiel. Und das ist auch was Interessantes. Der Stiel von Orchidee, der ist nicht einfach so glatt, sondern er besteht auch solche so wie kleine Stückchen. Wie gesagt, Naturbeobachten, das ist immer sehr spannend und das ist so wie kleine... Ja, was soll ich sagen? Das ist so wie kleine Verbindungen da. Das ist so wie kleine Dreieck sozusagen. Und der kommt dann zu dem Stiel. Und da wird es da ein bisschen dunkler. Dann geht es weiter normal. Und dann mit fast mit dem gleichen Abstand, dann hat man dann da auch wieder noch so eins. Ja. So, und unten auch, das ist so wie kleine, ja, das, wenn man beobachtet, wie die Orchidee wächst, die hat solche, so ein Stück, dann so ein Stück und dann ist das immer so, die Knospe geht weiter, weiter, weiter und dadurch entstehen diese Abstände, ja. So, und damit es auch weiter, dass wir mit anderer Farbe so ein bisschen arbeiten. Dann habe ich hier so ein paar Stiele gemacht. Das können wir uns vorstellen, dass da noch eine Orchidee, die Farbe ist umgedreht, dass da vielleicht auch noch eine Orchidee, weil Orchideen haben immer so mehrere Stiele und wir machen das am Hintergrund ein bisschen heller. Dann deuten wir noch mehr Licht an, dass das so wirklich die nach Vordergrund kommt und die andere ist hinten, hat die sich dann so versteckt. Und dann habe ich auch gesagt, die Orchidee hat solche Luftwurzel und die sehen so ein bisschen grau, bläulich, grün aus. Dann mischen wir Blau ein bisschen mit Gelb und machen wir da auch so leicht diese Luftwurzel mit diesem Farbton Schatten da, ein bisschen Wasser nehmen, abtrocknen und oben die Lichter, so, und da unten können wir das ein paar Stellen auch noch ein bisschen dunkler machen. Und so seht ihr, es wächst langsam und dann können wir dann so die Farbe reinfließen lassen. Und hier habe ich auch so kleine
Blatt eingedeutet, dann nehmen wir wieder unseres Gelb, nehmen wir ein bisschen Blau dazu. Und das ist dann so eins, wie gesagt, mit Kobaltblau wird der Grün ein bisschen schmuddelig vom Gefühl. Und ich mische gerne Farbe. Da gibt es auch andere Grün, kann man auch andere Grün dazu nehmen. Oder wenn wir zum Beispiel ein anderes Blau nehmen, das ist dann Phthalo-Blau. Wenn wir Phthalo-Blau mit Grün mischen, das zeige ich hier, dann wird der Grün leuchtender, ja? Also ich Pinsel waschen, dann Phthalo-Blau. Das ist jetzt, sehe ich gerade, falsches Blau genommen. Das war Ultramarin. Mit Ultramarin wird das auch so ein bisschen eher schmuddelig. Das nehme ich zur Seite. Das ist jetzt so Phthalo-Blau, ja. Und dann, wenn wir Phthalo-Blau mit Grün mischen, dann seht ihr, dann hat man so, zeige ich euch, ganz andere grüne Ton. Und das können wir hier praktisch für das Blatt benutzen. Dass wir hier mit Grün einfangen, die Farbe reinfließen lassen. Das ist die Schöne in Aquarell, dass wir ein bisschen experimentieren können, ein bisschen Farben zusammenmischen können und dann entstehen fantastische Übergänge. Was man auch machen kann, habe ich auch beim letzten Video gezeigt, weil wir haben hier noch ganz viel frei Platz oder da nach oben kann man auch ein paar Klickse machen, damit das Bild hier lebendiger wird, ja? Damit die Komposition so schöner erscheint, ja. Das ist hier ein paar blaue Tropfen. Und wir haben zum Beispiel die Blume mit diesem Englischrot gemacht. Dann kann man da ein paar mit Englischrot machen, damit es einfach das Ganze lebendiger aussieht. Und ich würde euch sagen, üben Sie, stellen Sie mir Fragen. Und ich mache dann morgen noch eine Teil 3, wo wir ein bisschen genau bei diesen Blumen kommen. Wie kommt Licht, wie kommt Schatten? Und Sie können bis dahin ein bisschen üben. Und ich freue mich auf eure Fragen, auf eure Kommentare. Und ja, sage ich Tschüss und wir sehen uns morgen mit Teil 3. Die zwei anderen Blumen, wie zeichne ich Orchidee Schritt für Schritt und welche Tricks und Tipps kann ich benutzen bei Aquarellmalerei. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und bei YouTube, Dara Kunstschule und schicken Sie mir eure Bilder, stellen Sie sich Fragen. Ich freue mich auf euch, eure Dara.